Hallo Welt, hier ist der Ormus MagicBlocks.de. Willkommen zu MagicTalks.de. Heute Special Guest Thoralf Toffel Severin, Mythic Champion, muss man dazu sagen. Also nicht Wald- und Wiesenspieler wie der Sepp und ich sonst. Willkommen bei uns. Hallo, schön hier zu sein. Der Thoralf hat sich ein. Sag ich Toffel oder Thoralf? Weißt du lieber? Das Toffel sagen, macht ja jeder praktisch. Ich wollte gerade sagen, Thoralf hört man relativ selten in einem Zusammenhang. Es ist doch schwierig für andere Leute auszusprechen. Insbesondere der englischen Sprachwelt wird es dann, glaube ich, richtig schwierig. Gut, der Toffel hat es bereit erklärt, mal bei dem einen oder anderen Podcast-Video vorbeizuschauen. Ich habe nachgefragt, ganz spontan hat er dazu gesagt, und jetzt sitzen wir hier und nehmen für euch ein Video auf. Themen, seht ihr ja, Magic und die Welt. Wir machen ein bisschen Smalltalk, ich habe so ein paar Themen, wir hangeln uns mal ein bisschen durch und schauen mal, was uns dazu so einfällt. Gut, Toffel, ja. Seit wann Magic? Warum? Wie hast du angefangen? Warum eigentlich? Warum? Bei mir hat es in der Schule damals angefangen, als irgendwelche Leute komische Karten hin und her geschoben haben. Und ich war schon immer spielinteressiert, deswegen war so, okay, was macht ihr da? Und so, ja, das ist voll cool, man muss. So ein bisschen wie Schach, aber mit Karten so ein bisschen. Und dann war es eigentlich schon relativ schnell, dass meine ganze Klasse und Schule infiziert war. Und die haben dann aber relativ schnell wieder aufgehört. So ein halbes Jahr würde ich schätzen. Vielleicht nicht mal. Aber ich hatte irgendwie Bock weiterzuspielen. Dann habe ich dann irgendwann Läden in Berlin hier aufgesucht. Und das hat sich dann so entwickelt. Das war, ich würde schätzen, zu Masken-Nemesis-Zeiten. Also schon eine ganze lange Weile her, ja. Ich wollte sagen, für die Jüngeren unter euch, das müsste so Anfang der 2000er gewesen sein. Ja, also ich spiele ja deutlich länger Magic, als ich sozusagen halb alt bin. Also es ist schwierig, sich an ein Leben ohne Magic zu erinnern. So lange ist es her. Hm. Interessant. Ja, wenn wir gerade bei Magic sind, was ist denn so deine Lieblingsfarbe, Gilde und sowas? Fangfrage, ne? Ich habe, also mein erstes Deck, ich glaube, das beschreibst du so ein bisschen ganz gut. Oder die erste Karte, die ich gesehen habe, wo ich meinte, so, da will ich was drum umbauen, war Stasis. Das ist etwas abseits von den grünen Kreaturen. Alle um mich herum hatten so Rocks und Bone Elementals. Und ich dachte so, das ist etwas langweilig. Und ich glaube, so hat es das auch alles ein bisschen durchgezogen. Also ich bin mehr so der wirre Kombination, ja, auch so ein bisschen Control-Deck, also sowas, was, wo man schon so ein bisschen arbeiten muss für Sachen und dann, also wo man nicht so, ich lege ein paar Kreaturen, greife an so, und dann gucken wir, was passiert, sondern es passiert irgendwie nichts und auf einmal passieren ganz viele Sachen. Die Gegner lange zappeln lassen und dann fertig machen. Ja, also, ja gut, wenn sie schnell sterben, ist auch okay. Also, wenn ich halt eine gute Kombo habe, ich meine, damals war das nicht so gut, aber dann ist auch okay, aber so. Ich würde schon sagen, dass dadurch halt die beste Farbe blau ist, weil blau einfach alles ermöglicht in dem Fall. Aber ich sehe auch echt viele Argumente für schwarz und für rot, wenig für grün. Und auch grün macht andere Farben. Das, jede Farbe hat seine Vorteile. Das ist eigentlich das Spannende. Stimmt. Ja, das ist ja tatsächlich auch mit das Gute an Magic, dass für jeden was dabei ist. Ja. Wenn du jetzt sagst, Stasis als erstes. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort auf die nächste Frage. Was sind so Lieblingsfilme, Serien, Musik? Ist das auch so gewagte? Nein, nur Progressive Metal. meine Frage ist immer, wenn du so sagst, Lieblingsfilm, gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich A, praktisch der Film, den man am meisten gesehen hat. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine einsame Insel komme, ist es dann der Film, den ich mitnehme, weil ich den am meisten sehen könnte, sozusagen. Oder ist es der Film, den ich gesehen habe und dann am größten beeindruckt war, aber der jetzt vielleicht nicht der größte Wert ist, nochmal zu sehen. Ah, schwierig, ja. Und also das finde ich immer so einen harten Unterschied, was auch dazu führt, dass man sich sehr lange über so ein Thema unterhalten kann. Das ist mein Film, fertig. Also ich würde sagen, den Film, den ich am meisten in meinem Leben gesehen habe, und das ist, ich würde schätzen, bestimmt über 20, 25 Mal, ist Mulan. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass da einfach Musik drin ist und dass das so auch nebenbei ganz gut läuft. Und
generell man gerade viele Leute im Leben trifft, die Disney-Filme mögen und dann denkst du, ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und dann, also die deutsche Version von Mulan kann ich praktisch mitsprechen. Okay. Und das heißt, da habe ich schon was über die Anzahl. Ja. Nicht schlecht. Ja, bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, The Crow. Den Film habe ich so unendlich oft gesehen. Ja, es gibt, aber das ist wahrscheinlich, den hast du früher gesehen, als du jünger warst. Und irgendwas hat dich dann fasziniert. Ja, genau. Und nimmt es einen die ganze Zeit immer mit, ja. Kann man nicht wegschalten, wenn es im Fernsehen läuft und so. Eben, ja, genau. Und ich so, ach, naja, eigentlich wollte ich ins Bett gehen, aber die anderthalb Stunden habe ich dann. Genau. Ja, und dann Musik eigentlich alles, was so ein bisschen Melodie hat. Also ich bin jetzt kein Fan von so wirklich Nischensachen. Also ich mag Rap, ich mag Metal, ich mag Pop, ich mag Rock, eigentlich alles. Mhm. Aber sobald es dann irgendwie tiefer in so eine Materie geht, bin ich dann schon wieder raus. Okay. Ja, Musik und Filme sind ja jetzt auch was wir auch relativ viel brauchen in diesen Corona-Zeiten. Um sich mal ein bisschen abzulenken und zu beschäftigen. Genau. Das Problem an Magic ist, man verbringt so viel Zeit, primär mit Spielen, aber jetzt auch mit Reden, dass man sich irgendwann schlecht fühlt, dass man sagt, eigentlich hätte ich man vielleicht Zeit für anderes einwickeln sollen. Aber jetzt denken sie sich, okay, ich hätte eh nichts anderes zu Hause gemacht, außer hier rumzusitzen, was zu machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für irgendwelche Serienschauen oder so. Ja, tatsächlich ist ja momentan etwas schwierig mit Magic. Hast du noch irgendwie Möglichkeiten, dich mit Magic zu beschäftigen? Achso, na, online natürlich. Also man hat Magic Online und Arena, gerade Arena jetzt in letzter Zeit boomt, ja, und gibt ja eine Menge Möglichkeiten, sich zu Hause mit Magic zu beschäftigen, irgendwelche Commander-Decks bauen oder sowas. Ja. Da hat man schon eine Möglichkeit, seine Zeit zu investieren, ohne dann komplett gelangweilt zu werden. Aber ich habe schon festgestellt, wie sehr es mir doch fehlt, mit irgendwie random Leuten im Laden zu sitzen und Papierkarten zu draften. Jetzt oh, schon. Ja, ja, klar. Also wir haben üblicherweise mittwochs immer einen Draft und das ist natürlich, das fehlt einfach so als Zusammentreffen. Irgendwann, üblicherweise haben wir das sogar, dass wir um so 4 einen Draft hatten, dann sind wir erst gegangen, dann haben wir um 8 nochmal einen Draft, das war also der ganze Mittwoch und das fällt natürlich erstmal flach. Genau. Ja, da sieht man, dass dieses Magic the Gathering nicht umsonst the Gathering heißt. Eben. Zusammengehörigkeit ist echt so ein Bezugspunkt dann doch für viele in der Woche. Und dass es sich natürlich auch nicht so einfach durch Online-Sachen ersetzen lässt. Also klar, die Bequemlichkeit von Arena ist großartig, aber wenn man so mal eine Weile halt nicht draußen war und mit Magic interagiert hat, dann ist es halt auch was ganz anderes. Ja. Wo du gerade Arena ansprichst, du bist ja quasi im kompletten Spektrum von Magic unterwegs. Vor wenigen Wochen noch Worlds gespielt, jede Woche Arena Boys, dann in Magic Arena. Das ist ja das digitale Äquivalent zu Kitchen Table Magic, sage ich jetzt mal frech. Wenn ich für eine Richtung entscheiden müsste, was wäre denn dauerhaft lieber? Bist du dann doch eher der Typ, ich sage, ich will einfach dauerhaft Spaß haben oder brauchst du den Wettkampf schon auch? Also am besten wäre so beides kombiniert, so dass Leute, und das ist wirklich schwer zu finden, also ich habe mal versucht, so eine Commander-Runde auf die Beine zu stellen, die halt gute Spieler verbindet mit sinnlosen Decks, so in dem Sinne, also dass halt die Leute eine Ambition haben zu gewinnen, aber gleichzeitig auch das Spiel nicht so ernst nehmen, und das ist echt schwierig, weil viele Leute, die sehr Competitive Magic spielen, halt wenig Interesse haben, so rumzuflaxen, dann halt so super optimale Decks zu spielen. Und andersrum halt die Leute, die diese Decks bauen und spielen wollen, dann sich sagen, okay, ja, ich will halt das Interaktion, aber so gewinnen ist jetzt nicht so wichtig für mich. Und ich war immer jemand, der üblicherweise die schlechten Decks mit dem Gewinnen wollen kombiniert hat. Was keine gute Kombination ist, wenn man das auf wirklichen Turnieren macht. Das wäre so praktisch meine Welt. Wenn man sich entscheiden würde, Turniere sind schon einzigartig. Also die Art, wie man halt das beste Deck finden muss, die besten Strategien und dann Pläne, Decks, Sideboard-Decks, Sideboard-Finder und dann halt auch die Interaktion während des Spielens ist einzigartig. Aber sowas ist auch anstrengend. Also jetzt die ganzen für die Rivals-Sachen haben wir Mythic Challenges auf Arena alle 3 Wochen oder 4 Wochen. Das heißt, man muss immer jede
Woche anfangen, dann das neue Standard nochmal durchzugehen, was hat sich verändert. Und dann gibt es natürlich die Arena Invitationals und die Proton und so. Man denkt, das sind so, wenn man zu Hause sitzt und sich das anguckt, okay, mal wieder ein Turnier und das nächste ist dann in 2 Monaten oder 1 Monat oder so. Aber das ist schon sehr kompakt und sich für Magic vorzubereiten, isst unendlich viel Zeit auf, weil du einfach Decks gegeneinander spielen musst und dann das nächste Deck und dann brauchst du bestimmte Matchup Matrixen, das heißt, du spielst von jedem Matchup bestimmt 100 Spiele oder so. Das ist schon. Auch mal Dinge, die man nicht mag, ja, das stimmt. Aber, ja, genau. Also, wenn man Coverage guckt, sieht das total geil aus. Auch Leute spielen interessante Matchups oder so. Aber da steckt schon, ich meine, wie gut in jeder richtig hochklassigen Profession, wenn man sich Sport anschaut, zum Beispiel. Es gibt so viele Sportarten, die relativ uninteressant sind, wie zum Beispiel Curling. Und ich habe neulich so ein Video gesehen, wo jemand so einen absurd guten Schuss so genau dazwischen gemacht hat. Dann denke ich mir immer, egal was es eigentlich ist, auf so richtig Weltklasse-Niveau ist alles interessant anzusehen, weil so unglaubliche Sachen passieren. Vermutlich schon, weil dann einfach die Leute Dinge machen, mit denen man als Zuschauer vorerst gar nicht rechnet und dann auf einmal passiert. Ja, klar, genau. Und dann fragt man sich, wie ist das gerade passiert oder so. Und dann ist schon fantastisch. Aber da steckt natürlich eine Menge Arbeit drin, genau. Das stimmt, ja. Und je nachdem, wie kompetitiv und man davon lebt, kann das natürlich auch schnell mal wehtun, wenn es nicht so gut läuft. Jetzt, wer das Video aufmerksam schaut, sieht, dass du eigentlich grundfröhlich bist. Man sieht relativ oft, dass du lachst, auch in der Coverage. Gibt es das, dass du auch mal salty wirst, wie man so schön sagt, bei Magic, oder hast du das schon komplett abgewöhnt? Gewöhnt ist eigentlich schon die Sache. Also früher, gerade natürlich, wo Sachen neu gewesen sind, also der erste Grand Prix und natürlich auch das erste Friday Night, also sowas, wenn man dann gewinnen würde, dass so ein Schritt war, es hat einen schon ordentlich motiviert. Und dann verlieren ist schon, also ich meine, verlieren ist in jedem Fall unangenehm. So. Also man würde lieber gewinnen, wenn man die Entscheidung hätte. Natürlich. Aber je mehr man das spielt, desto häufiger ist man auch einfach in der gleichen Situation. Also sagen wir mal, man spielt jetzt ein PTQ, Top 8, Win-and-In und dann verliert man es, dann ist es ärgerlich. Aber das nächste Mal ist es vielleicht immer noch ärgerlich und irgendwann hat man es dann geschafft. Und dann irgendwann wird es so eine Art Routine. Und das ist auch eigentlich eine gute Möglichkeit, um mit Aufgeregtheit so Lust zu so werden, weil je häufiger bei einer solchen Situation ist, desto mehr Standard wird es für einen. Und dann ist halt so die Sache, man kann halt, Magic ist ein Spiel, wo man verliert. Man wird immer verlieren. Es ist nicht wie Schach, wo man sich sagen kann, okay, wenn man wirklich will, in dem Sinne, also wenn man es wirklich drauf anlegt, könnte man theoretisch gewinnen gegen manche Leute immer. Aber darum muss man halt klarkommen. Und die Art, wie man halt damit umgeht, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich denke mir immer, okay, das Spiel habe ich jetzt verloren, aber es gibt so viele andere Sachen, also jetzt zum Beispiel Mythic Championship, wo ich einfach so unglaublich mit Glück ins Gesicht geworfen wurde, so dass das kann man gar nicht aufwiegen. Und generell jetzt auch, ich meine, wir sagen jetzt mal, hier in Deutschland leben wir in einem Land, was sehr glücklich im Vergleich zu anderen Ländern der Welt ist, und ich musste nie hungern in meinem Leben und so weiter und so fort. Die Art, wie man sich über Magic als Skala aufregen kann, ist schon größtenteils sehr unnötig. Und wenn man das sich so ein bisschen so vorstellt, hilft es eigentlich relativ schnell, wieder runterzukommen. Einfach mal alles in Relation setzen, ja. Ich glaube, ja, genau. Man darf nicht vergessen, selbst die besten Spieler verlieren 4 von 10 Spielen, so sozusagen. Oh ja, ja. Und auch, also nicht nur aus Pech, sondern einfach auch, man macht einfach viele dumme Sachen. So. Die denken immer so, oh ja, das Spiel muss jetzt perfekt gehen. Ich meine, wahrscheinlich ist kein Spiel Magic, was über mehrere Runden geht, irgendwie perfekt gelaufen. So. Dafür gibt es einfach zu viele Entscheidungen, zu viele knappe Entscheidungen, dass das irgendwie möglich ist. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde, wenn man das alles mal in Relation setzt, spielen wir da Karten und auch wenn es einmal kurz wurmt, dass man jetzt gerade nicht gewonnen hat oder die falsche Karte gezogen hat. Und in 10 Minuten ist einfach völlig egal. Und ja, es gibt wirklich Sachen, die krass unwahrscheinlich waren. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es gab so ein Spiel bei den Weltmeisterschaften, wo der eine Spieler, ich glaube, 14 Länder in 16 Karten hatte. Also wirklich
wirklich absurd, so viele. Und das ist natürlich gerade auch in dem Punkt des Magics, also in dem Turnier, super ärgerlich. Aber sowas passiert halt ab und zu mal. Und manchmal sitzt man da, denkt sich, das ist doch absurd, kein Land in 10 Karten und sowas. Ja, muss man mit klarkommen. Genau, gehört einfach zum Spiel auch dazu. Ja. Dafür, und das ist auch so ein bisschen, was die Leute weniger sehen und was auch eigentlich ein Argument dafür ist, dass diese ganzen Glückselemente halt super gut ist, sind die Spiele, die man halt durch so eine Pechsträhne oder durch so knappe Ressourcen halt trotzdem irgendwie mitspielt oder gewinnt, sind einfach dafür umso unglaublicher. Also so häufig sitzt man da und denkt so, oh, ich habe erst Runde 4 mein drittes Land gezogen oder so und ich war alles kam gegen mich, aber irgendwie habe ich es dann geschafft, das noch hinzudrehen und dass sich, also das zu gewinnen, solche Spiele, wo man denkt, okay, man ist schon raus, wiegt das eigentlich schon automatisch auf. Die berühmten Game Wins vom Mulligan auf 4, so nach dem Ja, Motto. genau. Passiert halt doch einfach irgendwann. Ja. Und dann denkt man sich, also das ist halt das, was bei mir immer so überwiegt hat. So, wenn ich sowas hatte, erinnere ich mich für immer dran. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Mulligan auf 4 gemacht habe und mein Gegner umgefahren habe, so in dem Sinne. Aber ich kann mich überhaupt nicht an erinnern, wie häufig ich auf Mulligan auf 4 gemacht habe und Ja, verliere. eben, So, genau. manche Leute neigen halt dazu, sich an die negativen Sachen zu erinnern, manche an die positiven. Ich glaube, das ist so eine grundlegende Einstellung. Und mir macht es immer Spaß, an die positiven Sachen zu denken. Naja, kann ich eine kleine Story einschieben? Mein bester Mulligan to 4-Win war übrigens gegen Philipp Krieger, ehemaliger deutscher Meister. Guter Spieler. Psychic Corrosion Turn 3 und dann ihn einfach komplett weggemühlt im Limited. Es war ein Spaß. Ich weiß, dass er jetzt auch, Ja. dass er sich erinnert und ärgern wird, deswegen muss ich das jetzt hier platzieren. Ja, aber das ist halt so eine Sache, ne? Sowas sticht halt raus. Genau. Ja, lass mal ein bisschen über Magic reden und Competitive Magic ändert sich ja gerade ziemlich, ne? Ich meine, du bist jetzt ja ziemlich tief Also, eingebunden gewesen mit Mythic Championship und Worlds und all den Geschichten. ne. Wie Keine findest du Ahnung, was jetzt das? so passieren wird. Ja, also, ich meine, jetzt passieren ja noch ganz andere Sachen. Ja. Für mich war Barcelona damals der Punkt. Barcelona war das Turnier, was ich gewonnen habe. Wo ich eigentlich gar nicht wirklich weitermachen konnte. Einfach von der Zeit her. Magic ist super. Zeit aufnehmen, sodass man sehr viel damit verbringen muss, wenn man für Turniere testet. Ich war für die ganzen Turniere qualifiziert, aber so für 6, 7 Turniere hintereinander qualifiziert zu sein, ist halt wirklich, wirklich anstrengend, wenn man Ambitionen hat, die nötigen Prozente rauszuholen. Das Unangenehme ist dann, man spielt 3 Wochen vorher jeden Tag 6 Stunden Magic, je nachdem, wie man es halt hinkriegen kann, aber man bereitet sich also vor, nur am Ende dann 5 bis 10% besser zu sein, als wenn man es nicht gemacht hätte. Und dann geht man trotzdem 0,4 oder 1,5 oder so und ist dann für das Turnier raus und hat dann die ganze Zeit sozusagen für nichts verbracht. Was schon, also das ist schon nochmal eine ganz andere Form von anstrengend. Und je nachdem, wie man halt dann sein anderes Leben verbringt, Arbeit, Familie, all sowas, ist es natürlich auch mehr oder weniger erlaubt. Und in Barcelona war dann der Punkt, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt Magic auf Turnieren bestimmt seit 5 Jahren gespielt oder so, mehr oder weniger erfolgreich. Und ich glaube nicht, dass einfach in der nächsten Zeit ich geplant so viele Turniere spielen kann. Deswegen meinst du, okay, Barcelona ist sozusagen das letzte Turnier, wo ich mich richtig für vorbereite. Aber selbst da habe ich schon gemerkt, okay, ich muss nicht unbedingt jetzt das Maximum sein wie vorher. Und ein Freund von mir war qualifiziert für das nächste Turnier, genauso wie ich, irgendwo in Richmond, Amerika. Und ich meine so, ich werde wahrscheinlich nicht mal dieses Turnier antreten, weil man müsste die Flüge selbst bezahlen nach Amerika. Ich mag auch Fliegen überhaupt nicht, so als Konzept einer Idee. Und ich meine so, jetzt ist mein letztes Turnier. Und dann meinte er, okay, dann, wenn du Top 8 machst, dann fliegst du mit mir hin. Und ich so, ja, okay, wenn ich Top 8 mache, werde ich mit dir hinfliegen. So. Und das hat sich dann aber auch so entwickelt. Und man hat aber auch deutlich gemerkt, dass das Turnier zu spielen anders war, weil einfach keine Belastung, kein Druck mehr war, dass man Entscheidungen leichtfertiger getroffen hat. Und man kennt es so ein bisschen, dass man sagt, so die erste Intuition ist die richtige.
Was natürlich ein bisschen naiv ist, aber irgendwo doch schon seine Wahrheit hat, wenn man manche Sachen einfach nicht so hart überlegt, und halt sowieso eine gute Intuition hat. Und es hat sich einfach so durchgespielt, es war super angenehm, das ganze Turnier. Und dann rutscht man natürlich wieder auf einmal in diese ganze Turnierszene rein, wo man das hat, was man gar nicht mehr haben will. Und jetzt ist es praktisch wieder das Gleiche, aber ich glaube, der mentale Zustand hat sich ein bisschen geändert und eine gesündere Vorbereitung, eine bessere Planung hat sich schon alles eingestellt. Aber man hat halt wirklich eine Menge zu tun. Man interagiert mit vielen anderen Leuten, die spielen. Also für die Worlds habe ich mit einem Amerikaner zusammen gespielt und einen Freund aus England und das Deutsch, ja, die Deutschen natürlich, die Decks zusammengebaut. Und je nachdem, wer gerade qualifiziert ist, trifft man viele Leute und spielt dann unendlich viele Arena-Spiele gegeneinander. Da muss man schon durch. Und dann denkt man sich beim 40. Match von Fires gegen Blau-Weiß so, oh, Ui. was kriege ich jetzt da draus? Aber Klar. so muss das halt sein. Und da muss man das Spiel schon echt ordentlich mögen. Es ist dann tatsächlich auch Arbeit, muss man dann einfach auch so sagen. Also. Ja, ich meine, gut, dafür wird man ziemlich fair bezahlt, gerade so in den oberen Rängen. Ja. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, was halt nur so ein bisschen so eine Illusion ist, gerade bei Magic, wo halt der Glücksfaktor ist. Es kann halt eigentlich keine Arbeit sein, in dem Sinne, dass du Magic spielst und erwartest, das für immer spielen zu können. Du kannst deutlich leben, wie ihr das natürlich auch merkt, wenn du guten Content machst, wenn du dich bei Magic einfach um die Leute und die Interaktionen kümmerst, dann kannst du daraus eine Karriere aufbauen. Aber eine Karriere als nur Magic-Spieler ist schwierig. Wenn du keine Sponsoren hast, wenn du nicht irgendwo unterwegs bist und selbst noch deine eigenen Projekte machst. Ja, das glaube ich auch. Jetzt lass mal noch kurz anschneiden. Power Creep, das habe ich mir aufgeschrieben, weil du musst ja jetzt natürlich auch viel mit den neuen Karten spielen in letzter Zeit. Und da ist im letzten Jahr die Schraube ja ganz schön angedreht worden. Ja, das stimmt. Entsprechend kommen die ganzen Bans auch dazu. Wie stehst denn du dazu? Ist das jetzt gut für Magic, dass sie viel probieren? Ist es schlecht, wenn sie dann wieder was wegbannen müssen, was die Leute ja vielleicht sich zugelegt haben? Das ist leider das Problem. Ja, also generell, meine Einstellung ist, ich bin sehr dafür, dass Karten eher gepusht werden sollen, also eher näher an die Gefahrenzone rankommen und dann im Notfall gebannt werden, weil das einfach Magic aufregender macht. Also wenn Sie, sagen wir mal, was wir damals auch in Masken hatten oder in Champions of Kamigawa, immer wenn irgendwas zu stark war, haben sie halt danach Sachen rausgekommen, die halt sicher waren. Aber sicheres Magic ist halt ein bisschen langweilig. So, wenn du halt in den Spoiler guckst, dann sagst du dir, okay, ja, die Karte sieht okay aus, aber irgendwas regt mich nicht auf. Es ist das schon ein anderes Gefühl als, oh, die Karte sieht voll spannend aus, da würde ich sofort ein Deck drüber bauen, wenn das rauskommt. Und ich glaube, diese Aufregung, diese Aufgeregtheit ist super wichtig für Magic als Spiel, als wirtschaftliches Konzept und einfach als ganzes Paket. Spoiler kommen raus, Karten, neue Decks im Standard, im Commander und so. Und deswegen bin ich sehr dafür, das zu machen. Und dann im Notfall zu sagen, okay, hier Oko ist zu stark, Once Upon a Time ist zu stark, müssen wir leider rausnehmen. Nachteil ist natürlich, genau, das trifft viele Menschen, die sich Decks gekauft haben, die sich die Arbeit genommen haben, um das Deck zu testen oder zu bauen, ziemlich hart, was leider ja unabdingbar ist. Also ich glaube, so das größere Gut ist sozusagen, wenn wir das so machen. Aber vielleicht könnte man irgendwas an dem Ban-Prozess ändern. So sehr bin ich da leider nicht informiert wirtschaftlich, dass im Moment sagen sie, okay, nächste Woche ist ein Ban, bereitet euch doch vor, aber sie sagen nicht was. Ja. Und so Banning-Seasons sind ja immer, ja, also wenn man wirklich drüber nachdenkt, schon sehr nervenaufreibend, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier meine Okos, die jeweils 60 € pro Stück wert sind und morgen sind sie nur noch 20 € wert. Soll ich sie dann verkaufen oder soll ich sie jetzt nicht und all sowas. Also das ist schon unangenehm. Ja, Vielleicht klar. sollte man sowas machen, was so eine Art, okay, wir bannen jetzt Oko, aber man könnte sie irgendwie, keine Ahnung, eintauschen oder so, weiß ich nicht. Also sowas
ich kann verstehen, dass halt wirtschaftlich für Wizards einfach keinen Sinn macht, da irgendwas weiteres zu machen und dass es halt passieren muss. Aber das tut halt schon weh. Also das, was ich am schlimmsten eigentlich daran finde, ist, dass das Konzept, Karten zu machen und dass sie gut sind, ist okay. Aber dann halt zu sagen, okay, wir bannen die Karte nicht, weil sie halt zu viel wert ist, ist, glaube ich, das Schlimmste für Magic generell, weil dann hast du, dass Oko wahrscheinlich, ich vermute mal, einen Monat länger überlebt hat, als er eigentlich sollte. Mhm. Und das hat, glaube ich, die Leute dann noch mehr abgeschreckt, Magic zu spielen, viel Standard zu spielen, weil alles halt Okumuras waren. Wobei ich auch schon sagen muss, Okumuras fand ich eine der schönsten Zeiten in Magic, weil ich so Okumuras sind so anstrengend, aufregend, also so viele Möglichkeiten und man, jeder Zug macht man 100 Fehler, dass Oko, also bei Oko einfach 15 Sachen hat und wenn man das wirklich von der Turnierspiel ist Oko eine der besten Karten, die jemals gedruckt wurden, weil man so viel rausbekommt aus den Entscheidungen, die man macht. Klar, man verliert auch manchmal Turn 3 oder 4, weil einfach alles ist, aber die meisten Spiele gehen wirklich extrem lange und wirklich gibt es super viele Entscheidungen und die Spiele selbst, obwohl sie halt immer Oko Mirrors waren, waren natürlich sehr einseitig als Fantasie so. Als du hast halt nur das in der Proto. Es dreht sich alles um das dann. Ja. In der Proto, die ich gespielt habe, habe ich 10 Oko Mirrors im Standard gespielt. Und also von den 10 Standardrunden. Was sehr unwahrscheinlich ist, es gab irgendwie, glaube ich, 60% Oko-Hose, aber das zeigt schon, dass eigentlich irgendwas nicht okay ist. Das stimmt, ja. Ja, ich finde das Konzept einer Watchlist eigentlich ganz gut. Die Highlander ist ja ein Format, was wir recht viel spielen. Die haben ja so eine Watchlist, wo dann angekündigt wird, hier bei den Karten, da schauen wir ganz genau drauf, da könnte was schief gehen. Dann sind die Spieler wenigstens vorgewarnt. Das ist zumindest mal vielleicht eine Verbesserung, die Wizards da mal anbringen könnte. Ehrlicherweise wissen die auch vorher, was in den nächsten Wochen wohl problematisch werden könnte. Ja, die haben, glaube ich, auch sowas für Historic implementiert, auf Arena so ein bisschen. Mhm. Wo sie wirklich gesagt haben, wir haben jetzt die Karten unter Beobachtung und dann kommen sie, oder sie haben sie, glaube ich, gebannt, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Also es gibt viele, also was Leute auch, glaube ich, nicht so mitbekommen, Wizards hat eine Menge Beobachtungen und Prozesse, die all das kontrollieren und überwachen und müssen halt viele Sachen abschätzen, die wirtschaftlich sind, die strategisch für das Spiel sind, für Menschen, all sowas. Und am Endeffekt gibt es immer jemanden, der davon Nach- und Vorteile haben wird. Aber ich glaube, das Einzige oder das, was sie auf jeden Fall nicht machen, ist leichtfertig damit zu handhaben. Und das sieht natürlich manchmal ein bisschen unangenehm aus, wenn man halt davon hart betroffen ist. Aber so ist es halt. Und ich glaube, die viele mögliche Universen, die anders gehandhabt werden, werden schlimmer als das, was wir gerade haben. Ich glaube auch. Das gesagt, ich glaube, manche Karten sind wirklich fragwürdig für mich. Also ich bin ja sehr sehr vergebend sozusagen Karten, aber zum Beispiel Once Upon a Time finde ich total schwachsinnig. Also die Karte macht für mich überhaupt keinen Sinn, so wie sie gemacht wurde. Oder zum Beispiel auch wie heißt es, diese rote Karte, die jetzt Underworld Breach. Ja. Also wer auf die Karte guckt und denkt sich, ach ja, die sieht eigentlich ganz okay aus, finde ich, sollte zumindest mal ein ordentliches Wort kriegen. Das ist wohl wahr, ja. Also manchmal fragt man sich, wie manche Dinge durchs Testing rutschen können, weil das sind ja doch einige Pros auch angestellt inzwischen im Play-Design und den Testteams. Immer wieder also überraschend, was durchkommt. Das ist auch eine Entscheidung, die sagen, okay, ältere Formate werden ein bisschen weniger betrachtet, aber wenn ich auf die Karte gucke, mit Line-Side-Diamond sieht das schon relativ broken aus. Und das braucht mich ungefähr eine Minute, dann sollten andere Leute, die da viel mehr Ahnung von haben, wahrscheinlich drauf kommen. Ich glaube fast auch, ja. Ja, lass mal Zukunft gucken. Wie geht's denn weiter mit Magic? Ja. Wie sehen für dich die nächsten 12 Monate aus? Also im Moment ist noch sehr angenehm viel Zeit. Fast schon zu viel, ja. Ja, netter. So sagt man das, weißt du? Dann kommst du wieder hier, oh, ich hätte mal gern wieder ein bisschen Ruhe, ein paar Wochen von Magic oder ein bisschen weniger Stress und dann hat man den Salat, wenn es dann wirklich so ist. Und dann denkt man sich, was zur Hölle habe ich mir da gewünscht? Aber erstmal müssen wir gucken, wie Turniere überhaupt weiter stattfinden. Also die Players Tour wurde jetzt abgesagt für
Kopenhagen. Die nächste wird jetzt für Prag angesetzt. Ich glaube, einen Monat später. Ich sag mal, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aus meiner persönlichen Welt, dass sie stattfinden wird. Insofern müssen wir gucken, was überhaupt so gerade an größeren Versammlungen von 1000 Menschen auf der Welt möglich ist. Das heißt, vieles wird online stattfinden oder zumindest in einem kleineren Bereich. Die Invitationals haben ja nur eine geringere Anzahl, 46, 128, irgendwas in dem Dinge, dass das vielleicht möglich ist, wenn man aufpasst, sodass halt die Leute auch Coverage machen können, dass Magic an die Welt getragen wird. Aber ansonsten, das wird erstmal eine Weile Pause nehmen. Ich glaube auch nicht, dass die Seasons für Pro Magic so bestehen bleiben, wie sie jetzt sind, weil wenn wir keine Turniere haben, die Punkte vergeben, wer soll denn irgendwo reinrutschen? Das wird alles erst langsam wieder anfahren müssen. Und wenn wir jetzt nach Amerika gucken, die ja doch noch ein deutliches Stück weiter hinten in dem Fortschritt von dem ganzen Prozess sind, wird es wahrscheinlich noch länger brauchen, als wir in Europa dann damit zu tun haben. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird, aber das heißt auch nur, dass ich länger Rivals auf die Paketbette lasse. Ja, dann lass uns doch einfach hoffen, dass wir in 12 Monaten Coverage mit dir irgendwo sehen können auf einem Turnier, während wir von unserem FNM zurückkommen. Dann wäre uns doch allen schon mal geholfen. Dann hätten wir alle wieder unsere Fixpunkte und unsere Turniere. Und ja, auf jeden Fall. Also einfach, und das ist ja auch, was Magic eins, also ich finde, das beste Spiel macht, aber generell natürlich eins der Spiele, dass die Interaktion mit Freunden halt so wichtig ist im Leben und dass dann halt Magic einfach ein schönes Outlet gibt, zu sagen, okay, ja, wir gehen heute jetzt zum Friday Night und ich spiele irgendwie das Deck und wir interagieren. Also ich glaube, Magic hat vielen Menschen auch wirklich das Leben gerettet oder einfach viel stark verbessert, dadurch, dass man halt sagen kann, okay, wir wollen jetzt rausgehen und neue Menschen kennenlernen. Und der Drang, mit neuen Magic-Spielern zu interagieren, ist, weil das Spiel einfach so fantastisch ist. Und das sollte, also hoffentlich kommt es bald weg, weil ohne das ist Magic auch nicht wirklich viel, außer ein gutes Spiel. Ja, sehe ich auch so. Schöne letzte Worte, Toffel. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen Smalltalk zu machen. Ich hoffe, die Zuschauer fanden es auch interessant. Ich fand es sehr interessant. Und wie gesagt. Immer wieder, machen wir mal. Denn, falls wir jetzt noch eine lange Zeit anhalten oder so und die Leute irgendwelche Fragen haben oder so, ja. Irgendwie, oder ihr auch was Neues habt, schreibt mir einfach und dann kriegen wir irgendwas hin. Finde ich gut. Super. Also, ja. Ich wünsche dir alles Gute für die kommende Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alle, die zugeschaut haben bis hierhin, danke fürs Reinschauen. Lasst gerne den Like, den Abo da. Schaut den Arena Boys rein, darf man nicht vergessen. Auch der Toffel produziert ja fleißig Content, auch auf Planet MTG. Sieht man ihn hin und wieder mal einen Toffel-Draft machen. Kann ja, gerne auch vorbeischauen. Also, natürlich, das ist auch so eine Sache, was je nachdem, wie viel mehr Zeit man für andere hat, hat man für Sachen weniger Zeit. Aber das fährt jetzt auch wieder ein bisschen hoch, dass wir regelmäßig da Drafts posten. Gerade natürlich für die deutsche Community und so. Genau. Insofern, also, wir werden voneinander sehen und hören. Ich danke euch allen. Bis bald. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das Video ist zu Ende und du bist noch da. Hast also durchgehalten. Danke dafür. Magic Fistbump. Wenn dir das gefällt, was wir hier so machen, also die Videos, was wir hier so zocken und spielen, dann lass da einfach ein Abo da. Das geht da. Und wenn du das letzte Video sehen willst, das geht da. Einfach draufklicken. Dann hast du das Abo und das letzte Video und alles, was du brauchst. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.